dieses Homeoffice-Paket hat mehrere zentrale Punkte. Zum einen Freiwilligkeit. Freiwilligkeit für Homeoffice sowohl für den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin als auch den Arbeitgeber. Rücktrittsrecht, wenn ich draufkomme, ich will doch nicht in Homeoffice, wird die Freiwilligkeit durch ein Rücktrittsrecht unterstrichen. Schriftlichkeit, damit man klar ist, was hat man sich mit dem Arbeitgeber vereinbart, ist eine schriftliche Vereinbarung vorzulegen oder zu unterzeichnen. Hier wird es von den Sozialpartnern auch Mustervereinbarungen geben. Zentral ist der Unfallversicherungsschutz, der jetzt dauerhaft verbessert wurde. Hier hat es ja befristete Regelungen nur gegeben, dass man auch im Homeoffice Arbeitsunfälle hier den Schutz hat und auch bei Wegunfällen den Schutz hat. Zentral ist aber auch, dass es einen Kostenersatz künftig geben muss, das ist neu, wenn ich mit eigenen digitalen Betriebsmitteln arbeite. Kann mich mein Arbeitgeber ins Homeoffice schicken? Das heißt, muss ich gehen, wenn er sagt? Nein, klares Nein, das bleibt wie bisher. Homeoffice ist Vereinbarungssache. Aber ich kann eben von so einer Vereinbarung wieder zurücktreten und damit ist die Freiwilligkeit jetzt auf eine bessere Basis gestellt. Ist künftig geregelt. Welche Rolle spielt jetzt der Betriebsrat? Für das Homeoffice schaffen wir jetzt bessere gesetzliche Bestimmungen, sowohl für die Betriebsrätinnen und Betriebsräte als auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Was heißt das? Konkret heißt das, es gibt einen neuen Betriebsvereinbarungstatbestand, Einführung und Regelung von Homeoffice. Das heißt, hier wird das Arbeitsverfassungsgesetz erweitert und Betriebsräte können jetzt Betriebsvereinbarungen für Homeoffice sämtliche Aspekte betreffend vereinbaren. Das Zweite ist, individuell muss künftig im Rahmen einer Betriebsvereinbarung oder wo es keine Betriebsvereinbarung gibt, im Rahmen der gesetzlichen Regelungen eine Einzelvereinbarung jedenfalls unterzeichnet werden. Da muss man dann auch klären, mit welchen Betriebsmitteln arbeitet man, welches Ausmaß an Homeoffice hat man vereinbart und künftig welchen Kostenersatz hat man vereinbart, wenn man mit eigenen Betriebsmitteln arbeitet. Die Betriebsvereinbarung ist ein Schritt, dass man einheitliche Spielregeln in einem Betrieb für Homeoffice einführt und nicht jede Arbeitnehmerin, jeder Arbeitnehmer das individuell verhandeln muss. Also ich glaube, die Betriebsvereinbarung ist ein Garant dafür, dass faire Spielregeln und vor allem einheitliche Spielregeln in einem Betrieb gelten. Das soll eine Betriebsvereinbarung gewährleisten. Klare Zugangsvoraussetzungen, klare Rahmenbedingungen, Klarheit über die Arbeitszeitregelungen und über die technische Ausstattung im Homeoffice. Aber auch mit einer Betriebsvereinbarung kann ich nicht zu Homeoffice gezwungen werden. Die legt nur die Rahmenbedingungen fest. Vereinbaren muss man es individuell. Denken wir an Arbeitsmittel generell. Was sind die Regeln künftig? Man muss natürlich nicht den eigenen Laptop verwenden. Üblicherweise stellt der Arbeitgeber den Laptop oder das Handy zur Verfügung. Wir wissen aber aus den Umfragen aus dem Frühjahr und vom Herbst auch, dass ein Drittel der Arbeitnehmerinnen im Jahr 2020 mit dem eigenen Laptop gearbeitet haben, 40% mit dem eigenen Handy. Und neu ist, wenn ich sowas vereinbare, dass ich einen zwingenden Anspruch auf angemessenen Kostenersatz bekomme. Also zwingen kann mich niemand, dass ich mit dem eigenen Laptop arbeite. Zwingen kann mich niemand, dass ich Homeoffice mache. Aber wenn ich Homeoffice freiwillig vereinbare und man vereinbart auch, dass man private Geräte verwendet, dann muss künftig ein Kostenersatz geleistet werden. Bekomme ich jetzt in Zukunft als Arbeitnehmerin einen Ersatz? Muss man sich im Einzelfall anschauen. Hängt einmal von der Frage ab, mit welchen Arbeitsmitteln arbeite ich? Bekomme ich die vom Betrieb zur Verfügung gestellt oder verwende ich eigene Arbeitsmittel? Wenn ich eigene Arbeitsmittel verwende, digitale Arbeitsmittel, also Computer, Handy beispielsweise, dann gibt es auf jeden Fall einen Anspruch auf Kostenersatz. Da muss ich also vom Betrieb was bekommen. Viele Betriebe anerkennen aber auch, dass man im Homeoffice höhere Kosten hat, für den Strom, für die Heizung vor allem, oder für die Internetverbindung, die muss auch bezahlt werden. Und hier gibt es oft Pauschalzahlungen. Es macht wenig Sinn, jetzt die Kilowattstunden aufzuteilen. Und solche Pauschalzahlungen, wenn sie vereinbart werden, sind künftig bis zu 300 Euro im Jahr steuerfrei. Eine Pauschale muss es geben? Nein, eine Pauschale muss es nicht geben. Eine Pauschale gibt es in vielen Fällen. Und in vielen Fällen, wo man es per Betriebsvereinbarung ausmacht, gibt es auch eine Pauschale. Was es geben muss, ist ein adäquater Aufwandsersatz für den Aufwand, den ich habe. Hier müssen wir uns aber jetzt anschauen, was ist konkret vereinbart worden. Also wenn ich von der Firma den Laptop bekomme und das Handy, aber ich stelle meine Internetverbindung zur Verfügung,
wird ein anderer adäquater Aufwandsersatz da sein, als wenn ich sogar meinen eigenen Laptop und mein eigenes Handy auch zur Verfügung stelle. Also das muss man sich dann konkret im einzelnen Fall anschauen, was gewährt und gezahlt werden muss. Landet dieses Geld dann automatisch über ein Konto, wenn ich eine Pauschale vereinbare? Wenn du die richtige Kontonummer angibst, müsste das Geld bei dir im Konto landen. Also ja, natürlich, wenn man mit dem Arbeitgeber einen Kostenersatz vereinbart, bekommt man das Geld. So wie bis jetzt, wo es vereinbart wurde, auf sein Konto, künftig aber eben bis zu 300 Euro im Jahr steuerfrei. Denn es ist ja nicht einzusehen, dass man für einen realen Aufwand, den man hat, weil man mehr Kosten hat, das ist ja kein steuerpflichtiges Einkommen, sondern das sind Ausgaben, die ich habe, dass ich mein Einkommen erzielen kann. Daher künftig Steuerfreiheit. Schüttet irgendwer den Saft drüber, wer haftet, muss ich dann diesen Schaden bezahlen? Das Dienstnehmerhaftpflichtgesetz schützt jetzt die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer genau für den Fall, dass man unabsichtlich ein Gerät beschädigt. Hier gibt es ein Mäßigungsrecht, das heißt, ich werde nicht den vollen Schaden zahlen müssen. Im Homeoffice kann das aber passieren, dass meine Freundin, meine Frau, Angehörige, vor allem das Kind vielleicht unabsichtlich den Kakao über den Laptop schüttet. Und auch die sind künftig von diesem Mäßigungsrecht erfasst. Das heißt, das ist eine deutliche Verbesserung, dass auch für Haushaltsangehörige oder für Haustiere diese Schutzwirkung des Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes zur Anwendung kommen wird. Homeoffice, wenn ich jetzt zu Hause bin, wie bin ich bei Unfällen abgesichert? Grundsätzlich ist ein Arbeitsunfall einmal geschützt, wenn er im ursächlichen Zusammenhang mit der Arbeit steht. Das heißt, wenn ich zu Hause einen Arbeitsunfall habe, während der Arbeitszeit, ist er geschützt. Und zwar, das ist die deutliche Verbesserung dadurch, dass man anerkennt, im Homeoffice ist mein Arbeitsort zu Hause. Da war es bisher so, dass das sehr restriktiv war und man eigentlich nur einen Schutz gehabt hat, wenn man in einem eigenen Arbeitszimmer einen Unfall gehabt hat. Diese Regelung, die heuer oder die letztes Jahr verbessert wurde, kommt jetzt ins Dauerrecht. Unfälle passieren aber sehr häufig auf Wegen und auch Wegunfälle sind künftig wieder geschützt. Das heißt, wenn ich mein Kind in den Kindergarten oder in die Schule bringe, gilt es als Wegunfall, wo ich Unfallversicherungsschutz habe. Wenn ich zum Arzt gehe und das vorher bekannt gebe, ist das ein Wegunfall. Wenn ich zur Gewerkschaft, zur Arbeiterkammer gehe, ist das ein Wegunfall. Natürlich ein Wegunfall, wenn ich vom Homeoffice in den Arbeitsort, also in den Betrieb zurückfahre. Was künftig nicht den Unfallversicherungsschutz im Homeoffice allerdings hat, ist, wenn ich zum Mittag das Haus, die Wohnung verlasse, um im Supermarkt ein Essen zu kaufen. Also das gilt dann jetzt nicht als Weg, der mit der Arbeit zusammenhängt. Dann muss ich rund um die Uhr erreichbar sein. Nein, keinesfalls. Grundsätzlich ist Homeoffice ein anderer Arbeitsort. Sämtliche arbeitsrechtlichen Regelungen und auch die arbeitszeitgesetzlichen Bestimmungen gelten unverändert auch im Homeoffice weiter. Das heißt, man sollte sich dann einmal informieren, was hat man für Regelungen im Betrieb, welche Arbeitszeitregelungen gibt es, die gelten grundsätzlich auch im Homeoffice. Also es gibt auch das Recht auf Abschalten? Ja, natürlich.